Ja, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Kurs. Lass uns anfangen. Komm, wir machen uns hier mal ein bisschen warm. Ganz locker, eine Ganzkörperaufwärmung. Den Kreislauf bringen wir ein bisschen in Schwung und den ganzen Körper bewegen wir einmal durch. Los geht's. Bleib auf den Füßen, zieh die Ferse hinten hoch. Komm. Jawohl, dadurch kommt das Becken und die Hüfte mit. Ganz wichtig, mach nur das, was geht, wenn irgendwas nicht geht. Mach es bitte einfach, nicht so einfach ist es. Setz die Übung dann aus, wenn du das Gefühl hast, es tut dir nicht gut. Leichtes Schulterkreisen, komm. Jawohl, komm, komm, komm. Ja, zügiges Kreisen, leichtes Marschieren. Komm. Und dann mal abwechseln, die Schultern zu den Ohren. Ja, wenn du schon öfter mitgemacht hast, dann kennst du unsere Aufwärmroutine. Jawohl, komm. Schön hoch, bisschen höher, komm. Und dann beide Arme gleichzeitig nach oben. Los geht's. Schön hochziehen, komm. Brust raus, Kopf hoch. Ja, die Aufwärmroutine lasse ich immer gleich, damit du weißt, was drankommt, damit du dich nicht verletzt. Das reduziert das Verletzungsrisiko ungemein. Du bleibst jetzt oben, wenn du schon öfter mitgemacht hast, weißt du das. Und ziehst auf und zu. Gerne vorne über Kreuze, es aktiviert die Brust. Jawohl, 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 jawohl. Und du ziehst diagonal. Ja, und während du das machst, kann ich dir kurz sagen, was dich erwartet. Dich erwartet ein schöner Oberkörperkurs, eine knappe halbe Stunde. Intensiv den Oberkörper, Schulter, Nacken, Rücken, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken bis hin zur Brust und ein bisschen Arm. Zieh senkrecht. Der Kurs hat zwei Teile. Der erste Teil ist das reine Oberkörpertraining. Der zweite Teil ist ein intensives Bauchtraining, was dann im Anschluss noch passiert. Bleib wieder einmal stehen. Komm rechts, links. Schön rechts, links. Komm. Ja, wenn du so ein paar Seminare von mir und auch schon ein paar Kurse von mir geguckt hast, dann weißt du, dass ich mittlerweile nicht mehr für die Figur trainiere, sondern bei mir geht es rein um Gesundheit, Aktivierung der Gelenke. Aber das ganz Besondere ist unsere Aktivierung des Immunsystems. Komm vor und zurück. Nimm beide Arme nach außen. Komm. Ja, Bewegung hilft dem Immunsystem, aktiv zu sein. Insbesondere Krafttraining und so Kräftigungskurse. Jawohl. Dabei wird ein Botenstoff freigesetzt. Also immer, wenn du so ein Brennen spürst, wird unter anderem ein Botenstoff freigesetzt, der Interleukin heißt. Es gibt verschiedene Interleukine, das sind Botenstoffe, die dann durch die Überlastung der Muskulatur durchs Blut rasen und sich an Immunzellen andocken und diese wieder aktivieren, falls sie nicht scharf geschaltet sind. Ja, deswegen ist das Beste, was du für dein Immunsystem tun kannst, bewegen. Ja, das kannst du in einem unserer Seminare nachschauen oder auch in unserer Artikelreihe Immunsystem stärken nachlesen. So, wir machen ein bisschen Nacken, ein bisschen was für die Verspannungen bzw. dagegen. Schön hoch, komm. Jawohl. Komm, 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 schön hoch. Ja, aber nicht nur das, Bewegung macht gute Laune. Gerade das, was wir gerade hier machen, das lässt die Nebenniere so ein bisschen erzittern und dabei entsteht Dopamin. Ja, das brauchen wir. Das fördert Glückshormone. Also Bewegung macht glücklich. Schön hochziehen, komm. Was es auch macht, Bewegung reduziert Stress. Ist also absoluter Stressabbau. Und das ist so das Gemeine, wenn man sich gestresst fühlt, dann hat man meist keine Lust auf Bewegung. Richtig schön hochziehen, komm, bleib mal oben und wir ziehen nochmal nach. Ja, unser Körper signalisiert uns, wir haben keine Lust auf Bewegung, wir sind schon gestresst genug, aber das ist genau das Falsche.
Also wenn du gestresst bist, solltest du dich wirklich aktiv bewegen. Richtig schön hochziehen. Komm, schön in den Nacken. Jawohl. Okay, bleib mal oben. Und jetzt ziehst du mal zur Seite hoch. Und jetzt haben wir eine schöne Spannung im Nacken. Und das aktivieren wir jetzt ein bisschen intensiver. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, jawohl. Und ein bisschen schneller. Komm. Ja, das ist gemein, ich weiß. Komm. Jawohl. Komm. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Lösen. Ja, lass das Brennen ruhig ein bisschen wirken. Das sind Interleukine unter anderem, was da jetzt so brennt. Komm, lass uns die Arme ziehen. Über die Seite hoch. Komm, Brust raus. Jawohl. Schön hoch. Schön seitheben. Du kannst jetzt mal die Hände drehen. Das ist wieder ein bisschen was fürs Gehirn. Ja, es fördert die Gehirnaktivität. Komm, 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 komm. Einfach die Hände drehen, jawohl. Und trotzdem zur Seite hochziehen. Bleib oben und wir paddeln, komm. Jawohl. Schön paddeln, komm. Ja, das Bewegen unten bei den Füßen, das musst du theoretisch nicht machen, aber das hilft wieder dem Gehirn, ein bisschen frischer zu werden. Komm. Jawohl, wir paddeln, komm. Ja, zieh mal ein bisschen weiter nach hinten. Schön in den oberen Rücken rein, komm. Jawohl. Halt fest, zieh nach hinten, wir paddeln nach hinten, komm. Drück nach hinten in den Rücken. Jawohl. Arme ein bisschen höher, komm. Ja, 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 ja. Boah, ist gut. Oh. Falls dir das jetzt nicht anstrengend genug war, darfst du gerne Hanteln benutzen. Ja, darfst du gerne tun. Ja, habe ich mir gedacht. So, wie du siehst, mir ist es anstrengend genug. Ja, du kannst auch einfach mit Körperspannung in der Spannung arbeiten und richtig schön Spannung aufbauen und die Spannung durch das Wippen schön verstärken. Komm. Drück mal die Arme ein bisschen weiter nach hinten, dass die Arme und die Hände hinter den Ohren sind. Ja, dadurch spannen sich die Delta-Muskeln noch ein bisschen intensiver an. Ja, das sind deine Schulterköpfe. Wir haben 3 Schulterköpfe, einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren. Und je weiter du die Arme nach hinten bringst, umso besser. Jawohl, komm. Und ein bisschen höher. Komm. Jawohl. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eieieiei. Einfach ein bisschen anspannen auch die Muskulatur. Ein freundliches Nicken ist auch gut. Ja. Komm, wir kreisen. Wir kreisen mit den Armen. Komm. Jawohl. Bisschen weiter nach hinten. Komm, auch hier. Schön nach hinten. Ich habe ja wirklich schon viel, viel gesehen, ja. Aber dieses Grinsen jetzt gerade, dieses Nicken, dieses gegrinste Nicken vom Kai, das war jetzt gerade echt der Knaller, weißt du? Erzähl du nur, ja.
Wir drehen andersrum. Ja, ja, ja. Also mir brennt's ganz gut. Wie sieht's bei dir aus? Boy. Die Killerfamilie. Ich mach weiter, genau. Die Killerfamilie hier. Ja. Okay, es geht. Ach du liebe Zeit. Ho, komm. Ja. Ja, genau. Komm. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Roland, gib mal deiner Tochter ein bisschen Gewicht. Komm. Die grinst als noch. Das geht gar nicht. Komm, wir ziehen mal auf. Arme eng an den Körper. Und los. Lass die Arme am Körper und nur aufziehen. Jawohl. Das ist eine schöne Mobilisierung der Rotatorenmanschette, des Schulterinnengelenks. Richtig schön aufziehen. Die Arme bleiben dabei am Körper. Jawohl. Komm. Die Monika kritisiert dich. Die darf das auch, Kai, weil es deine Frau. Zieh auf, komm. Komm, 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 komm. Auf, schön nach hinten ziehen. Die Arme kommen jetzt weg. Wir gehen ein bisschen mehr in den Rücken rein. Komm. Jawohl. Monika, als der Kai in den Kurs kam, wusste ich schon, dass er sich Gewicht nimmt. Ist alles gut, er darf das. Aber er macht falsch. So, das vertagt dir jetzt bitte auf nachher. Okay? Bleib hinten. Jawohl, Brust raus. Daumen nach hinten. Ich möchte dann aber nachher auch wissen, was du siehst, was er falsch macht, weil ich finde es eigentlich nicht korrekturwürdig. Also ich finde, er macht das gut. Tja. Okay, wir drücken richtig nach hinten. Nein, auf gar keinen Fall, Kai. Zieh mich nicht in eure Ehe rein, bitte. Drück nach hinten, komm. Ja, falls du zu Hause dich fragst, mit wem ich rede mit den Teilnehmern, die hier vor Ort mitmachen. Und es geht leider nicht spurlos an mir vorbei. Drück nach hinten, komm. Oh, ist gut. Bisschen ausschütteln. Locker, komm. So, lass uns mal ganz kurz ein bisschen in die Brustwirbelsäule gehen. Du machst dich hier vorne rund und ziehst wieder auf. Einfach Aktivierung der Brustwirbel. Rund machen und wieder nach oben ziehen. Komm. Jawohl. Auf. Sehr schön. Super. Und jetzt kannst du die Arme noch nach hinten ziehen. Wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne. Komm. Komm. Auf. Komm. 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 Auf. Jawohl. Komm. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer noch. Bleib mal hinten, bitte. Jetzt machst du eine Faust, falls du kein Gewicht in der Hand hast, und ziehst die Ellenbogen hinter den Rücken. Zumindest versuchst du das. Komm, jawohl, genau. Drück richtig fest den Rücken zusammen. Nicht nach hinten in den Rücken ziehen. Ja, genau. Genau so. Komm, 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 komm. Die Arme gehen seitlich weg und du ziehst richtig schön. Versuchst die Ellen, also würdest du die Ellenbogen hinter dem Rücken zusammenbringen wollen? Das geht nicht. Sollte es gehen, solltest du demnächst einen Arzt aufsuchen. Komm. Ach, die Schulterblätter sind da dagegen. Acht, sieben,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt hältst du hinten nochmal fest, Daumen nach hinten und du drückst nach hinten rein. Komm. Jawohl. Komm, 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 komm. Bisschen höher. Komm. Jawohl. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bisschen höher. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Oh. Hui. Also ich habe was gemerkt. Oberer Rücken, innerer Rücken, Schultern auf jeden Fall. Ein bisschen auslockern. Jawohl, jawohl. So, wir gehen runter auf die Matte. Machen unten noch ein bisschen Rücken, ein bisschen Arm und ein bisschen Brust. Komm runter mit mir. Natürlich rückengerecht im Ausfallschritt von vorne nach hinten. Es ist auch knieschonend. So, du kommst in den Vierfüßlerstand. Und dann gehst du mit den Ellenbogen und mit den Schultern nach vorne. Wirbelsäule bleibt gerade. Und du schiebst die Schultern vor. Komm. Auf, 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 auf. Komm. Komm, 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 komm. So, und dann gehst du bitte. Jetzt bleibst du auf den Händen. Nimm die Hände ein bisschen enger. Jawohl. Und jetzt gehen die Ellenbogen nach hinten und kommen wieder hoch. Tief und hoch. Komm. Jawohl, genau so. Super. Komm. Komm, ein bisschen schneller. Jawohl. Super. Auf. 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 Komm. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleib tief, lass uns wippen, komm. Jawohl, genau so. Sehr schön. So, wenn das für dich so ein bisschen leicht ist, dann kommst du bitte mit dem Oberkörper einfach weiter vor. Ja, die Hände bleiben natürlich da. Ja. Und die Unterarme kommen trotzdem runter, gell? Ja, und der Oberkörper schiebst du vor. Ja, und dann wird's doof, gell? Ja, ich weiß. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm hoch. Das war dein Trizeps. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir brauchen ihn aber gleich. So ein bisschen fürs Brusttraining. Das sind Butterfly, das sind Fliege, das sind man fliegende Übungen. Für den Pectoralis, für den Brustmuskel. Jawohl, schön aufziehen und wieder zu. Jawohl. Komm, 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 komm. Jawohl. Komm, zusammenbringen und wieder aufziehen. Auf geht's. Sehr schön. Versuch die Ellenbogen zusammenzubringen. Das ist nicht ganz so einfach. Jawohl. Okay, ist gut. Puh, sehr schön. Was du mal machen kannst, um so ein bisschen Gefühl für die, also die Brust ist der flächenmäßig größte Muskel, nicht nur beim Mann, sondern auch bei der Frau. Beim Mann ist es halt direkt unter der Haut, bei der Frau liegt halt noch die weibliche Brust drüber, aber ansonsten ist der vom Aufbau her genau gleich. Jetzt nimmst du mal, damit man mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, jetzt nimmst du mal beide Hände hier nebenhin an die Beine ran. Streckst die Brust raus und drückst von der Seite auf die Oberschenkel. Und das aktiviert die Brust. Zieh mal die Schultern zurück. Ja, und jetzt kommen die Arme von der Seite. Und dann drückst du auf die Hände, auf die Oberschenkel. Die Finger müssen nach unten zeigen. Nach unten, jawohl. Und dann mal drücken. Komm, komm, komm. Immer mal wieder lösen,
dass du spürst, dass der Brustmuskel sich löst und wieder anspannt. Tap, 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 tap. Jawohl, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Jetzt sind wir gut vorbereitet auf die Liegestütz. Du kannst jetzt gerne Liegestütz auf den Füßen machen, wenn du möchtest. Ich möchte nur einmal kurz erklären, was der meistgemachteste Fehler bei den Liegestütz ist. Das sehe ich immer wieder, dass wenn man unten ist, dann drückt man ungefähr auf der Höhe. Das sind die Hände auf Augenhöhe. Das ist katastrophal. Das hat nichts mit der Brust zu tun. Das drückst du nur aus dem Arm und aus der Schulter, aber nicht mehr aus der Brust. Mitte Brust, Hände hier vorne hin und dann aufklappen im rechten Winkel. Dann bist du auf der richtigen Höhe. Nicht hier oben, hier unten. Also komm. Hände, Mitte Brust. Okay. Und dann wirst du gleich feststellen, dass es mehr in die Brust geht, als du denkst. Komm runter und komm hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Wenn du kannst, gehst du direkt auf die Füße. Und die Arme gehen nach außen, ansonsten trainierst du den Trizeps. Die engen Liegestütz, die können wir gleich nochmal ausprobieren, die sind nur partiell für die Brust. Die engen Liegestütz sind eher, man nennt das enges Bankdrücken, die sind eher für den Trizeps, für den Arm. So, jetzt bleibst du bitte mal unten und du wippst. Unten wird gewippt. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm hoch. Upp. Jawohl. Komm ganz hoch und wieder auf und zu, die Brust wieder dehnen, wieder durchbewegen. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Lösen. Leichtes Schulterkreisen. Schön kreisen. Komm. Und lass uns nochmal in die Liegestütz gehen. Jetzt können wir die mal probieren. Die ist ein bisschen schwerer. Das sind die engen Liegestütz. Drück mal nach vorne. Dann, wenn du hier vorne bist, dann spannt sich die Brust an. Ist aber sehr schwer, wenn du auf dem Bauch liegst. Wirst du gleich feststellen. Nimm die Hände sehr eng. Und dann gehen die Ellenbogen eng am Körper vorbei. Der Körper geht dazwischen. Und dann kommst du wieder hoch. Jawohl. Die Ellenbogen gehen nach hinten, nicht mehr nach außen. Nach hinten, nicht nach außen. Komm tief, komm hoch. Komm tief, komm hoch. Komm tief, komm hoch. Komm tief. Komm hoch, komm tief, 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 komm hoch. Bleib tief und wir wippen. Komm, 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 komm. Und komm hoch. Ab, 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 ab. Puh. Okay. Puh. Und ein bisschen durchbewegen, komm. Brust raus und durchbewegen. Schön aufziehen, komm. Jawohl. Und lösen. Oh.
So, noch einmal hier vorne auf die Oberschenkel drücken und die Brust einmal anspannen fester und diese Spannung halten. Und feste, komm. Drücken, 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 drücken. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Letzte, komm, drück da richtig rein. Spann die Brust an, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist gut. Bisschen durchbewegen. Und ein bisschen ausschütteln. Jawohl. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen was anderes. Du positionierst bitte einmal die Hände so. Jetzt machen wir so eine enge, nach außen gehende Liegestütz. Unterhalb der Brust, jetzt gehst du hier nach außen und dann drückst du dich hier hoch. Und jetzt kommt das Wichtige, die Hände ein bisschen tiefer. Wirklich unter die Brust. Und wenn du jetzt hier, kommst du richtig hoch und drückst die Brust richtig zusammen. Jetzt kommst du wieder runter und wieder hoch. Tief, hoch, 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 tief, komm, tief. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Richtig hochdrücken, komm. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Bleib oben jetzt. Und drück dich hoch, komm, Brust raus. Richtig hochdrücken, 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 hoch, 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 komm. Jawohl. Ist gut. Wow. Ui. Aufziehen, strecken und nach hinten ziehen. Und ein bisschen höher. Jetzt streckst du einmal richtig schön die Brust, komm. Richtig schön, streck die Arme, damit der richtig schön am Pectoralis, am Brustmuskel gezogen wird. Streck die Arme richtig durch, komm. Daumen nach hinten. Super. Okay, ist gut. Einmal fest hier vorne zusammenpressen und richtig anspannen. Feste, ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Jawohl. Und jetzt die Hände weg, komm. Brust raus und wegdrücken. Komm, 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 komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Leichtes Schulterkreisen, bisschen durchbewegen. Ja, wenn du interessiert bist an etwas intensiverem Oberkörpertraining, das Ganze gibt es noch als High Intensity, als HIIT-Training oder auch als N-HIIT-Training, als negatives HIIT-Training. Ja, das sind wirklich etwas schwere Trainingsformen für Fortgeschrittene und da wird auch mit Gewicht gearbeitet und richtig mit Zeitlupentraining. Das macht Spaß. Aber ist effektiv, ja. Gut. So, das war dein Oberkörpertraining.